Hallo und herzlich willkommen, liebe Projekt Megafon Talk-Freunde. Wir haben uns hier versammelt, um Folge 13 von Megafon 95 zu hören und zu zelebrieren. Ich bin der Wampendribbel auf Twitter und wie immer mein Partner in Crime, der Micha Etcherensky auf Twitter. Wir wollen das Spiel behandeln gegen Arminia Bielefeld und einen kleinen Ausblick auf Darmstadt geben. Und natürlich gucken wir mal an, wer ist für uns die Top 11 der ersten 10 Spieltage. Wollen wir direkt in das Spiel reingehen? Wollen wir nicht weiter lange schnacken? Es gab 2 Wechsel zum vorherigen Spiel. Hoffmann und Schmitz waren neu im Team. Und Fortuna verschob zwischen 4-2-2 und 5-3-1-1 oder 5-3-2. Es kam immer so ein bisschen drauf an, wo sich Rahman gesehen hat. Wenn er sich hat fallen lassen, dann war es eher eine 1-1er Spitze. Sonst, wenn er auf einer Höhe war mit Hennings, um die Verteidigung breit zu ziehen, war es eine Zweierspitze. Taktisch gesehen macht es einen Unterschied, vom Ausstellungspapier her eigentlich nicht. Fangen wir direkt mal an, 7. Minute. Benito Rahman knallt den Ball direkt an den Pfosten. Und dann halt 28 Minuten, da hat er auch wieder eine Chance, also er hat wirklich viele Chancen gehabt, zumindest gefühlt in der ersten Halbzeit. Und schießt er am Tor vorbei, der Ball streift noch leicht den Außenpfosten. Aber dann 35. Minute, Micha. Da war es soweit. Der Fink grätscht den Ball schön ab, der Ball landet dann bei Hennings. Hennings behauptet den Ball gegen einen Abwehrspieler und schickt den Rahman dann überragend. Und ja, der Rahman schiebt den Ball einfach ganz lässig mit dem Außenriss am Torwart vorbei. Ja, es war jetzt kein spektakuläres Tor. Das war eigentlich so ein Tor wie im Pokal, dass man halt im Aufbauspiel von Bielefeld den Ball gewinnt und dann schnell schaltet. Und dann ist Rahman halt komplett durch und macht das 1-1 gegen Torwart einfach souverän rein. Aber ich muss jetzt mal da reingrätschen. Ich fand ja, dass der Pass vom Hennings viel zu steil, viel zu außen kam, viel zu lang gespielt war und der Rahman einfach so ein Speed, dass der Ball, der so unpräzise gespielt ist, dass er trotzdem noch drankommt. Also das war für mich der Hammer und dann streichelt er den so sanft ins Tor. Ja, man könnte aber auch sagen, dass der Hennings weiß, dass der Rahman so schnell ist und ihn deswegen so schicken kann. Wenn's klappt, ist geil. Wenn's nicht klappt, hätten wir jetzt Kritik zu üben. Sind wir jetzt schon bei der ersten Halbzeit. Wir waren klar stärker. Hatten allgemein die klareren Chancen, Führung auf jeden Fall verdient. Ist nicht so, dass Bielefeld in der ersten Halbzeit keinen Fußball gespielt hat. Die waren auch gut, aber die Aktionen waren nicht so klar wie von uns. Mir fiel auf, dass Rahman viel Wirbel gemacht hat in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit auch super gespielt hat. Wie beurteilst du seine Entwicklung und war vor dem Spiel klar, dass man Bielefeld doch so bestimmen würde? Ja, eigentlich war vor dem Spiel nicht klar, dass man Bielefeld so eigentlich so souverän fertig macht. Ja, und Rahman ist halt so ein kleiner Wirbelwind und dribbelsicher. Der schafft es halt immer, ein bisschen Unruhe in die gegnerische Abwehr zu bringen. Dann geht's direkt weiter, zweite Halbzeit, 46. Minute, Hennings auf der linken Seite aus 15 Meter frei vor dem Tor und der verzieht ein bisschen. Der ist ja wohl ein bisschen zu weit auf die Außen gerückt. Bielefeld kam eigentlich so ab der 50. Minute deutlich stärker aus der Pause zurück. 60. Minute Rahman alleine nach schlechtem Pass im Strafraum und wird fair getrennt. Also war so eine Situation, wo natürlich im Stadion von den lauten Fortuna-Fans viel Unmut war. Aber wenn man sich das in der Zeitlupe so angesehen hat, dann war der Pass einfach schlecht. Der versucht, den Ball zu behaupten und wird dann halt etwas rabiat, aber doch fair geklärt. Fortuna, klare und gute Offensive. Das war so ein bisschen die Phase, wo ich mir dachte, okay, eigentlich hat Bielefeld die ganze Zeit nur noch den Ball und die versuchen, offensive Aktion zu setzen, aber irgendwie war Fortuna die einzige Mannschaft, die geschafft hat, auch mal einen klaren Abschluss zu finden oder einen klaren Pass nach vorne zu spielen. Ja, ich würde sagen, Fortuna hat halt ein bisschen Piano gemacht zu dem Zeitraum, aber war halt trotzdem noch gut genug, um Bielefeld nicht ins Spiel kommen zu lassen, sondern die wussten, wie viel Platz sie Bielefeld lassen können, um halt trotzdem nicht noch ein Tor zu kassieren, würde ich sagen. Danach der Flanke von Zimmer auf Neuhaus, die der Bielefelder Keeper Ortega, glaube ich, heißt er, einfach fängt, fing Fortuna so ein bisschen an, nicht mehr den Ball zu wollen. So, man hat mehr auf Konter gesetzt und das Ziel zahlte sich auch am Ende aus.
Die Ostwestfalen hatten auf jeden Fall mehr Ballbesitz und das ist so das, was man wollte. Usami kam dann für Rahman. Reicht bei Rahman die Luft nicht für 90 Minuten oder war es einfach ein Wechsel, wo man sagen musste, okay, man braucht einfach vorne in der Offensive jetzt wieder einen, der frisch ist, der auch Kraft bringt, weil Usami ist ja auch kein Schlechter, der ist ja momentan unser Social Media Star von Fortuna. Ich glaube, der auf Twitter, Facebook und weiß ich nicht wo die meisten Abonnenten und Likes hat. Ja, ich finde, wenn man Qualität auf der Bank hat, dann sollte man sie auch bringen. Und ich denke auch, dass Rahman würde, glaube ich, auch die 90 Minuten schaffen, aber irgendwann wird er halt müde und dann kann man halt noch einen frischen bringen. Und ja, wie gesagt, wenn man die Qualität hat, dann kann man die auch bringen. Apropos Qualität, also Fink ist momentan einer, der mir wieder richtig gut gefällt. Ich war mir so ein bisschen unsicher, was ich zu ihm sagen soll, weil er spielt für mich bis jetzt die beste Fortuna-Saison, die ich von ihm je gesehen habe. Wo schon mal im Sinn, Micha, beschreibt mal das 2:0. Ja, Fortuna mit einem schnellen Angriff über links. Ja, dann wird der Fink halt auf den Flügel geschickt, spielt den Ball flach in die Mitte. Da kriegt Neuhaus den Ball, tanzt gefühlt 25 Mann aus und luft den Ball dann über den Torwart, der halt sich schon hingeworfen hatte. War ein schöner, schneller Angriff von Fortuna und dann überragend gemacht vom Neuhaus im 16er, der halt nicht blind den Ball direkt drauf zimmert, sondern den annimmt, dann den Einspieler nochmal aussteigen lässt, dann den Torwart nochmal aussteigen lässt und dann das Ding einfach souverän reinmacht. Ich war überrascht, dass bei dem Pass von Fink doch noch mit Neuhaus vier Fortuna-Spieler im Strafraum standen. Also das war, plötzlich waren die da mit 5 gegen 3 Leute. War genial gemacht von Fortuna. Also die haben sich technisch und übersichtsmäßig so verbessert diese Saison. Da frage ich mich, wo kommt das her? Aber wenn wir mal gucken, wie die Fans drauf waren, also die Fans waren auch in Bielefeld wieder geil. Ich finde, dass die Saison die Fans wieder, zumindest die im Stadion sind, lauter sind als jemals zuvor. Ja, ich denke, das liegt aber auch daran, dass es halt momentan gut läuft, weil Stimmung zu machen, wenn die Mannschaft gut spielt, ist ja eigentlich locker oder ist ja eigentlich einfach. Es wird halt immer schwer, gute Stimmung zu machen, wenn die Mannschaft scheiße spielt und sie dann, wenn die Mannschaft halt so scheiße spielt, dass man selbst eigentlich keinen Bock mehr hat zu singen, aber trotzdem halt sich dazu irgendwie noch quält. Ja, ich denke, es wird sich halt auch zeigen, wenn es dann irgendwann mal schlechter laufen sollte, dass dann wieder die Stimmung halt nicht mehr so überragend ist, sondern nur noch gut. Noch wenn mal, dass der Erfolg einfach weiter so brennt und wir jetzt ab der 80 Minute sagen können, dass das Spiel sich etwas verläuft. Also es passiert nicht mehr viel nach dem 2:0, dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, aber es passiert eigentlich auch nicht mehr viel. Findest du auch, dass Fortuna Bielefeld spielerisch an die Leistungsgrenze gebracht hat, weil Bielefeld wirkte ideenlos. Die waren einfallslos, konnten sich nicht erklären, was können wir jetzt machen, um da wirklich noch Zugriff auf das Spiel zu bekommen und nicht komplett die Kontrolle zu verlieren. Ja, ich würde einfach mal sagen, dass Fortuna defensiv einfach überragend steht und dass da Bielefeld einfach nicht durchgekommen ist, auch wenn man den mal bisschen Raum gelassen hat. Aber trotzdem stand man halt bombensicher und man hatte irgendwie nie wirklich das Gefühl, dass Bielefeld jetzt ein Tor schießen könnte. Kujovic, Kallo für Hennings, Bormut, Kampf für Sobotka und Rafa Wolf machte in der 83. Minute nochmal eine richtig geile Parade. Er hat sich richtig lang gemacht. 88 dann Kujovic mit einer guten Chance. Oh Micha, 90. Minute, Ende der Nachspielzeit, dann hau mal raus. Ja, eine kuriose Situation eigentlich. Eine Flanke kommt rein, dann war es, glaube ich, Eihahn, der den Ball klären will, den Ball falsch trifft und der Ball mit einer Bogenlampe Richtung eigenes Tor fliegt und Rafa Wolf fängt den Ball dann halt einfach und dann hat der Schiri es halt als Rückpass gewertet und einen indirekten Freistoß für Bielefeld gegeben. Sprechen wir mal kurz über die Sache an sich, bevor du jetzt in den Freistoß reingehst. Ich habe mich mit einigen Kollegen unterhalten, ehemaligen Schiedsrichtern auch und aktiven Schiedsrichtern, was man so liest auf Sky und was man sonst so mitbekommt ist. Die Meinungen gehen auseinander. Also die einen Schiedsrichter sagen wirklich, okay, das ist jetzt eine Situation gewesen, die unkontrolliert ist, weil der Einhand ja nicht aktiv zurückspielen will, sondern der will den Ball klären. Fandest du, dass das gewollt war? Und fandest du, dass die Entscheidung gerechtmäßigt ist? Oder würdest du sagen, es war ein Fehler vom Schiedsrichter? Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Fehler vom Schiedsrichter war. Das ist so ein kann, aber muss nicht Ding. Und
ich denke mal, der Schiri hat auch gepfiffen, weil wenn der Wolf den Ball nicht fängt, dann wäre der Ball halt im Tor gewesen und so. Und wäre der Wolf da mit dem Kopf hingegangen, hätte der ihn vielleicht nicht klären können. Und ich denke mal, dass das auch ein bisschen in das Ermessen vom Schiedsrichter reingegangen ist, dass ich gedacht hat, so, okay, wenn er den jetzt nicht auf der Linie noch fängt mit der Hand, dann wäre der drin gewesen und ja, okay, dann pfeife ich halt. Ich habe mich auch in der Situation gewundert, dass er das pfeift, weil es halt kein kontrollierter Rückpass war, aber es war auch irgendwie so ein krummes Ding halt. Kommen wir nochmal zurück zu dem indirekten Freistoß. Fortuna stellte Allmann auf die Linie. Rafa Wolf stellte sich davor und das ist halt so das, was du machst, wenn er auf 5 Metern drauf geht. Der Ball ist auch irgendwie im Tor gelandet, aber es war dann, glaube ich, der zweite oder dritte Nachschuss. Und vor Ort dann halt der Schiedsrichter abgepfiffen. Glück, dass Fortuna da kein Tor kassiert hat, oder wäre es sowieso egal gewesen? Ja, auf der einen Seite wäre es sowieso egal gewesen. Und auf der anderen Seite, der Ball wurde halt abgefälscht, war dann in der Luft. Und als der Ball in der Luft ist, hat der Schiri halt abgepfiffen, weil da schon die 4. Minute der Nachspielzeit schon lief, obwohl es eigentlich nur 3 Minuten geben sollte. Und da hat sich der Schiedsrichter wahrscheinlich gedacht, ja okay, ihr habt jetzt eure Chance nicht genutzt, ich pfeife jetzt ab. Und ja, als der Ball dann wieder runterkam und kein Fortuna-Spieler mehr spielt, weil der Schiri halt abgepfiffen hat, schießt der Bielefelder-Spieler und trifft dann halt das Tor, was keiner mehr bewacht, sag ich mal. Und sich dann aufzuregen, dass der Schiri vorher abgepfiffen hat und nicht zu verstehen, dass die Fortuna-Spieler, das hat man auch in der Wiederholung gesehen, dass die Fortuna-Spieler schon komplett nicht mehr auf den Ball geachtet haben, weil der Schiri halt abgepfiffen hat. Und ja, selbst wenn er drin gewesen wäre, dann wäre es halt ein 2-1 gewesen und hätte ja auch niemandem was gebracht wirklich dann. Also sagt dein Fazit praktisch aus, Fortuna souverän, bestimmt für Bielefeld, Bielefeld konnte auch nur das machen, was man zugelassen hat. Fortuna mit großen Chancen plus also verdienter Sieg. Ja, ich würde sagen, es ist ein verdienter und souveräner Sieg, auch 2-0 ist gerechtfertigt. Ja, war im Endeffekt überrascht, wie souverän halt oder wie sicher Fortuna gespielt hat, was eigentlich nicht klar ist, wenn man gegen den 4. spielt, dass man sie eigentlich so dominiert und das so sicher runterspielt. Für mich war Raman wieder super schnell, der hat viel Gefahr ausgestrahlt. Okay, er hat ein paar Mal die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe mir 2-3 Mal gedacht, so, oh komm, schieß doch, dann hast du das Tor auf deiner Seite. In dem Moment passt er den Ball dann irgendwo hin zu Sobotka oder wer auch gerade frei war und der verliert dann den Ball, weil er im Bedrängnis war. Aber ansonsten auch wieder positiv aufgefallen. Micha, über Rafa Wolf und seine gute Leistung brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Aber dann wären wir eigentlich schon bei dem Punkt, dass alle eigentlich gut waren. Wie kann man denn noch jemanden rauskristallisieren? Ist das jetzt für dich schon auf Man of the Match bezogen? Ja. Okay, ja, ich habe auch eigentlich das Spiel gesehen und dachte mir so, eigentlich waren komplett Nummer 1 bis Nummer 11, wenn nicht sogar bis Nummer 14 waren gut. Auch die Einwechselspieler, alle haben halt eine souveräne Leistung, eine gute Leistung gebracht. Und ja, bei der Frage, wer Man of the Match ist, habe ich auch ein bisschen überlegt und habe dann eigentlich gedacht, eigentlich müsste man das dem Fink geben, weil er ist Kapitän, er ackert halt immer. Mit seinen 35 Jahren ist er gefühlt in Bestform. Wo man eigentlich denkt, die Bestform von ihm müsste eigentlich schon 10 Jahre her sein, aber der ja hat mal wieder souverän gespielt, ist viel gelaufen, viele Pässe gespielt, viele Zweikämpfe gewonnen und deswegen, auch weil er halt Kapitän der Mannschaft ist, halt stellvertretend und weil die Leistung von ihm eigentlich immer gut ist, kriegt er meinen Man of the Match. Ich fand auch, dass er wirklich viele saubere Pässe gespielt hat, gute Zweikämpfe war, man hat gemerkt, er ist der Chef auf dem Platz bei Fortuna, also nichts geht gegen ihn und ich finde ja immer noch geil, wie ihr seid irgendwie gefühlt 2 Jahren immer diese geilen kopfballstarken Pässe mit der Brust spielt, das ist einfach der Hammer. Aber ich würde trotzdem den Man of the Match, also den Preis, den wir vergeben, den ihr auch vergeben könnt, ich gebe meinen Man of the Match auf jeden Fall dem Team, weil die haben heute alle gut gespielt und keiner von denen hat einen Fehler gemacht. Und deswegen ist für mich das Spiel einfach die entscheidende Komponente, da den Man of the Match zu geben. Gucken wir mal ein bisschen, was die Zukunft bringt bei Fortuna. Denn das nächste Spiel ist Darmstadt. Das letzte Ergebnis war ein Sieg für Fortuna in 2015. Also schon knapp 2 Jahre her. Ich denke jetzt, dass Darmstadt zumindest in der aktuellen Form für uns schlagbar ist, oder? Ja, aber ich würde auch eigentlich behaupten, dass in der aktuellen Form jeder schlagbar ist von Fortuna. Und ja, Darmstadt ist halt im oberen Drittel der Liga dabei, aber erzielt halt ordentliche Ergebnisse, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes.
Und ja, deswegen würde ich auch sagen, eigentlich, vor allem zu Hause, ist eigentlich ein Sieg drin. Man wusste vor der Saison schon so ein bisschen, dass die nicht die Qualität haben, um wie Stuttgart, wie Köln oder wer auch immer sonst in den letzten Jahren abgestiegen ist, direkt wieder aufzusteigen. Ja, der Mannschaft, die man die Qualität zugesprochen hat, war ja eigentlich Ingolstadt. Aber die dümpeln ja jetzt irgendwie unten drin rum. Und ja, ich denke mal, Darmstadt ist aktuell da, wo man sie eigentlich auch erwarten würde. Halt im oberen Drittel, ohne wirklich ganz oben mit dabei zu sein. Micha, der Fall Hermann. Wir wissen mittlerweile, es soll irgendwas zwischen 1,7 und 5 Millionen plus 2.500 Euro Prämien geben und Ablöse geben. Wie geht es jetzt auf? Was wissen wir darüber? Und was kann für Fortuna so passieren? Das, was man so liest, ist, dass die Ablösesumme halt 1,57 Millionen beträgt. Und wenn Fortuna den Aufstieg nicht schaffen sollte, dass sie dann nochmal 250.000 draufkriegen, also dass dann insgesamt eine Ablöse von 2 Millionen angeblich im Raum steht. Ja, ist natürlich eine super Summe für einen Co-Trainer. Und ja, und Hermann wird jetzt ersetzt durch Axel Bellinghausen und Thomas Kleine. Und ja, bei denen kann man, glaube ich, in so kurzer Zeit noch nicht sagen, was sich da jetzt verändert hat, sondern es kommt und die Auswirkung wird man halt noch sehen in den nächsten Wochen. Also was man weiß, ist, dass Thomas Kleine mehr oder weniger sein Trainerpraktikum für die A-Lizenz die Profilizenz bei Fortuna gemacht hat und sowieso schon im Team war, weil Friedhelm Buckel die Position vertritt, zu sagen, so komm, wenn schon einer bei uns ein Praktikum macht über einen längeren Zeitraum, dann stelle ich den nicht an den Zaun, sondern ich nehme den an die Hand, zeig dem, erkläre den, lass den mitmachen, lass den das erleben, sodass der von diesem Praktikum, sage ich jetzt mal bei Fortuna, auch das Beste rausholen kann. Axel Bellinghausen, klar, der war vor der Saison, glaube ich, noch Kapitän oder Co-Kapitän, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir vor der Saison noch besprochen, so ja, komm Axel Bellinghausen, der kann die Mannschaft nochmal führen, auch wenn er vielleicht dann nicht immer spielt. Jetzt war er dann oft nicht im Kader und bei der zweiten kristallisierte er sich auch mehr oder weniger weg, dass er da nicht mehr so ganz aktiv ist. Jetzt ist er Co-Trainer oder beziehungsweise im Trainerstab mit dabei. Thomas Kleine wissen wir, okay, der macht die Trainerlizenz, der weiß Inhalte, der lernt das gerade. Aber was siehst du als Zukunft für Axel Bellinghausen bei Fortuna Düsseldorf? Ja, ich könnte mir beim Bellinghausen eigentlich schon vorstellen, dass er in Zukunft auch Co-Trainer ist, beziehungsweise auch möglicherweise irgendwie A-Jugend- oder B-Jugend-Trainer oder so. Und ja, er war, glaube ich, genauso überrascht wie eigentlich alle, dass er halt jetzt Co-Trainer werden sollte. Ja, aber was man so liest in Interviews oder die Aussagen von dem, die man so hört, ist so, dass er sich eigentlich freut auf die Aufgabe und ja, jetzt auch demnächst anscheinend seinen Trainerschein anfangen will, damit er das auch ordentlich machen kann. Ja, das wird schon werden, sage ich mal. Jemand, der seinen Job eigentlich auch mehr als ordentlich gemacht hat, ist unser Sportvorstand oder unser Präsident, weil die haben den Vertrag von Benito Raman und die Ablösevereinbarungen abgeschlossen. Jetzt haben wir gelesen, dass nach 15 Spielen über 45 Minuten automatisch eine Kaufoption gezogen wird. Micha. Ja, weil was man jetzt so hört aus internen Quellen ist, dass, ja wie du schon sagtest, wenn Raman 15 Spiele mit mehr als 45 Minuten spielt, dass dann automatisch die Kaufoption gezogen wird. Und ja, daraufhin soll der dann einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Das hört man momentan so. Und ich denke mal, die Ablösesumme, die jetzt auch vor der Saison schon im Raum war, von ungefähr 2 Millionen Euro, wird dann auch die Ablösesumme in der Kaufoption circa sein, plus minus ein paar hunderttausend Euro, sage ich mal. Oder denke ich mal. Und ja, an sich finde ich das eigentlich einen interessanten Vertrag. Weil da merkt man auch mal wieder, dass eigentlich da gute Leute mittlerweile wieder am Werk sind im Fortuna-Vorstand, dass die halt so Verträge aushandeln, die halt dann eigentlich ziemlich positiv sind für Fortuna. Was für Fortuna auch positiv war, ist für mich so ein Spieler, über den wir jetzt im Vorfeld nicht gesprochen haben, das kommt mir gerade einfach in den Sinn. Davo Lovren, dadurch, dass Benito Raman und Takeshi Osami jetzt im Kader sind und Benito Raman auch so geil spielt und Zimmer auf rechts super läuft und auf links die Kombination Schmitz-Gieselmann
auch geil ist, siehst du für ihn denn die Saison, außer wir haben jetzt riesiges Verletzungspech, eine Lücke im Kader, nochmal so viel Spielpraxis zu sammeln wie die ersten 3-4 Spiele? Ja, ich denke mal, dass dem Lovren eigentlich klar war, dass das erste Jahr praktisch nur Gewöhnungszeit ist mit ein paar Einsatzminuten und nicht, dass er wirklich regelmäßig spielt. Und wenn er sich dann gut entwickelt, dann wird wahrscheinlich nächste Saison werden dann ein paar mehr Spielminuten drin sein. Und ich denke sowieso, dass Lovren eher ein Spieler ist, der für die nächsten 3-4 Jahre geplant ist, als jetzt für die nächsten 1-2 Jahre. Das haben wir jetzt schon bei Sobotka gesehen, dass man den eigentlich, also Sobotka war eigentlich ein Spieler, wo ich dachte, ja, warum holt man so einen jungen Spieler, den man denn eh keine Chance lässt, aber der ist ja, die Saison blüht er ja auf, der ist ja neben Fink einer der Führungsspieler und stabilen Stützen im Mittelfeld. Also da hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja, ich würde sogar behaupten, Sobotka ist, wenn Fink irgendwann aufhört die nächsten Jahre, wird er die Rolle von Fink übernehmen. Vielleicht sogar Kapitän werden, weil Fortuna wird sich schon was gedacht haben, ihm vor der Saison einen 5-Jahres-Vertrag zu geben, was ja eigentlich schon ungewöhnlich ist, außer man plant wirklich oder hat wirklich viel vor mit dem Spieler noch. So, das, was wir vorhaben und das, was wir jetzt machen werden, ist so ein bisschen eine Community-Geschichte. Wir wollen eine Community aufbauen, wir wollen euch für unseren Podcast begeistern und wir wollen euch dafür begeistern, dass ihr mit uns redet. Deswegen wird der Micha jetzt gleich mal eben unsere Top 11 vorstellen, die wir aus den ersten 10 Spieltagen so erlebt und gesehen haben. Diskutiert gerne mit auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook. Ihr findet uns als Projekt Megafon. So, ja, dann kommen wir auch direkt mal zu dem, was wir bei uns ausgedacht haben, denn wir wollen ja so ein bisschen darüber diskutieren. Ja, ich habe jetzt meinen Store Rafa Wolf gepackt. Meine Formation ist ein 5-3-2. Also das, was Fortuna theoretisch eigentlich die ganze Zeit spielt, sich auf eine Dreierkette verschiebt, aber das sind ja dann eher taktische Nuancen und nichts, was so eine Top-Elf oder eine Formation ausmacht. Ich fange einfach mal an, meine Dreierkette bildet sich aus Gieselmann, Bormuth und Eihahn. Ich fand Bormuth sehr stark in den 2 Partien, die er jetzt gemacht hat. Klar, er kam dieser noch nicht viel zum Zug. Finde ich da auf jeden Fall, den Spieler, den man zumindest für die Zukunft im Auge behalten sollte, weil er ist ein Fortuna Eigengewächs und ich finde, er ist genauso gut wie Hoffmann und wäre nicht sogar ein Ticken besser. Micha, fangen wir mal mit deiner Verteidigung, deiner Formation an. Ja, ich habe im Tor auch Wolf gepackt. Im Tor habe ich auch Rafa Wolf gepackt. Also mir hat Wolf letzten Spiele super duper gefallen. Ich halte ihn sogar besser als Rensing. Also, wie kommst du dazu, Rafa Wolf zu wählen? Weil ich weiß, du bist ein riesen Rensing-Fan. Ich würde nicht behaupten, dass ich ein riesen Rensing-Fan bin. Ich finde einfach nur, Rensing ist ein überragender Torwart für die zweite Liga. Aber jetzt, wie Wolf gespielt hat, er ist halt auch, ist genauso gut, würde ich fast behaupten, wie Rensing. Rensing ist vielleicht auf der Linie minimal besser. Dafür kann Wolf besser Fußball spielen. Und ja, deswegen habe ich mich dann für Wolf entschieden. Ansonsten, was bildest du deine Kette? Welche Formation spielst du? Ja, ich habe auch ein 5-3-2 gewählt als Formation. Und meine Dreierverteidigung besteht aus Bormuth, Hoffmann und Eihahn. Also ich habe da bisschen gemogelt und den Hoffmann auch noch reingepackt in die Innenverteidigung, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Bormuth und Hoffmann, weil ich finde beide. Ich hätte es eigentlich am liebsten mit beide spielen und Eihahn muss eigentlich auch spielen. Und ja, das wäre dann meine 3 Innenverteidiger. Wen hast du denn als die Fünferkette auf die Außen gepackt? Als linken Verteidiger habe ich Gieselmann gestellt und als rechten Verteidiger, da habe ich noch ein bisschen gehadert, weil ja, da habe ich den Zimmer hingepackt, einfach weil der überragend ist. Und ja, und ich habe halt gehadert, weil eigentlich hätte ich da gerne einen anderen Spieler hingestellt, aber der ist nicht wirklich ein Rechtsverteidiger, sondern eher ein rechter Mittelfeldspieler. Aber ich will jetzt noch nicht spoilern, deswegen komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Du kommst gleich nochmal drauf zurück, deswegen bleiben wir einfach mal bei meinen Außenverteidigern, die habe ich nicht verschwiegen. Das ist einmal Takeshi Osami auf links, der durchaus die Qualität hat, sich defensiv fallen zu lassen.
Klar, er hat nicht die Defensivqualitäten, die Schmidt auf der linken Seite hat, aber ich finde, offensiv hat er einfach so viel mehr zu bieten. Und da Fortuna eine Mannschaft ist, die diese Saison speziell viel offensiver spielen sollte, denke ich, wäre er der richtige Mann auf der linken Seite. Ich habe rechts John Zimmer gepackt. Der macht seine Sache stabil gut nach vorne und stabil gut nach hinten. Also, dass der sich so zu einer Bank entwickeln wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist nur ein Jahr geliehen, ohne Kaufoption, ohne irgendwas, worüber wir wissen würden. Aber wenn er so spielt, muss man den auf jeden Fall verpflichten, wenn die Ablöse nicht zu hoch ist. Ja, und damit hast du eigentlich auch mit Usami, hast du den genannt, den ich eigentlich überlegt habe, für John Zimmer spielen zu lassen. Aber eigentlich ist Zimmer zu gut, um ihn rauszunehmen. Aber ich wollte eigentlich Usami unbedingt spielen lassen. Aber im Endeffekt ist Usami meiner Innenverteidigung Bormuth und Hoffmann zum Opfer gefallen. Ich habe dann sozusagen ein bisschen gemogelt. Ich nehme im Mittelfeld eine Doppel-6, die besteht aus Fink und Sobotka. Ich habe dann jetzt eigentlich als Zehner den Neuhaus gepackt. Obwohl ich bei Neuhaus eigentlich nicht weiß, so eigentlich, weil er so gut spielt, habe ich ihn aufgeschrieben, aber in meinem Kopf habe ich halt immer noch Havard Nielsen, der für mich in den ersten Spielen, wo er gespielt hat und dann auf der 10 war, eigentlich richtig geil gespielt hat. Ich finde schade, dass er jetzt schon wieder verletzt ist, also der zwei hintereinander sich jetzt verletzt hat. Ich hoffe, der kommt verletzungsfrei nochmal zurück und kann dann auch irgendwie mit seiner Qualität, seiner Erfahrung, seiner Power, seiner Kreativität nochmal ein Stück verbessern. Micha, dein Mittelfeld sieht wie aus? Ja, mein Mittelfeld besteht aus Sobotka, Neuhaus und Fink. Ja, irgendwie ist es. Die sind zu dritt halt irgendwie überragend. Die scheinen gut miteinander zu funktionieren und gut zu harmonieren. Deswegen würde ich da auch nichts dran rütteln. Das Lustige an diesen drei Spielen ist, für mich sind die theoretisch eigentlich alles drei defensiv orientierte Spieler. Neuhaus hat bei 1860 sehr defensiv gespielt. Fink war auch bekannt eigentlich bei uns die letzten Jahre mehr eher als Abräumer. Sobotka war auch defensiv das Arbeitstier bei Fortuna in den letzten Jahren. Deswegen überrascht es mich, wie offensiv die drei auch spielen können. Ja, ich würde behaupten, Sobotka ist der defensive Mittelfeldspieler, Fink ist der zentrale Mittelfeldspieler und Neuhaus ist der offensive Mittelfeldspieler. Zumindest was die Kreativität angeht. Weil ich finde, Sobotka ist halt eigentlich ein guter Brecher und Fink ist auch defensiv gut. Aber eigentlich sind alle drei defensiv gut. Nur halt, dass halt Neuhaus noch so dieses verrückte Etwas hat, sage ich mal. Deswegen ich ihn jetzt ins offensive Mittelfeld gepackt habe und Fink und Sobotka ins defensive Mittelfeld. Denkst du denn, dass wenn Neuhaus die Saison mit der Leistung, die er jetzt bringt, so zu Ende spielt, Fortuna eine Möglichkeit hat, ihn zu halten, oder ist er dann nächstes Jahr Stammspieler bei den Leuten, die das grüne Trikot tragen? Ich würde behaupten, wenn Neuhaus so spielt wie die ersten Spiele in dieser Saison, dann wird es eigentlich auch schwer sein, für Gladbach den zu halten. Ich glaube, es besteht gar keine Möglichkeit eigentlich für Fortuna, ihn zu halten, weil er einfach zu gut ist. Sollte man denn nicht lieber auf einen Spieler setzen, den man hat, wenn man weiß, okay, man kann ihn eh nicht halten, oder ist es dafür noch zu früh? Ja, ich würde sagen, Neuhaus ist dafür zu gut. Weil bei Zimmer ist es ja dasselbe. Man weiß halt, dass er eigentlich sehr wahrscheinlich nächste Saison weg ist. Aber er ist halt so gut, dass man ihn halt spielen lassen muss. Ich sag jetzt etwas, was du hassen wirst, aber ich fand jetzt die Spiele, wo Schauerte aktiv war, jetzt auch nicht so schlecht von ihm. Also ich fand, das waren zwei solide Spiele. Ja, Schauter ist ja auch ein solider Spieler, nur mich stört seine Offensivbewegung, stört mich, dass er da manchmal in ihm kommt halt der Verteidiger raus, und beim John Zimmer zum Beispiel merkt man, dass er halt zwar Verteidiger spielt, aber eigentlich nach vorne will, der will halt unbedingt nach vorne, und bei Schauter hat man das Gefühl so, ach, jetzt bin ich vorne, was mache ich jetzt, und ach, ich flank mal rein, so, und ja, eigentlich könnte man es beschreiben, ich finde nicht, dass Schauerte ein guter Dribbler ist, sondern einfach nur ein sehr guter Verteidiger. Bleiben wir einfach mal vorne, gehen wir nicht zurück. Mein Sturmduo auf jeden Fall eher in einer 1-1-Situation, also in keinem klassischen Zweierspitze, sondern eher ein 1-1, wie für mich Rahman und vorne Hennings. Aus dem Grund, weil für mich Rahman das spielen sollte, was er im Moment bei Fortuna gemacht hat.
sich nach vorne fallen lassen, in die Spitze, nach hinten fallen lässt oder auf den Flügel fallen lässt, da wo gerade Platz ist, um schnelle und freie Pässe zu erlaufen. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch vorne Rahman und Hennings, wobei Hennings eigentlich der Stürmer ist, der vorne drin steht und sich anbietet und auch mal ein paar Bälle holt. Und Rahman ist halt, je nachdem, wo gerade der Ball ist, ist er mal links, mal rechts, mal weiter hinten, mal ist er vor Hennings. Und aber ich habe das Gefühl, die beiden harmonieren auch immer besser miteinander. Und ich glaube, die werden noch eine Menge Tore machen diese Saison. Jetzt haben wir, wenn ich mal auf unsere Notizen gucke, nur zwei Unterschiede in der Formation, weil wir haben die gleiche Taktik gewählt. Wie schließt du daraus, dass wir eigentlich nur zwei Positionen geändert hätten an Spielern? Weil eigentlich hat sich mittlerweile so eine Startelf rauskristallisiert und die Spieler, die Leistung bringen. Und man merkt aber auch, weil ich weiß, dass du ein kleiner Usami-Fan bist, und ich bin halt ein Bormuth und Hoffmann-Fan, und das ist eigentlich der einzige, also da sind praktisch die persönlichen Interessen in die Aufstellung gerutscht, weil, ja, wie gesagt, ich habe halt Usami geopfert, sage ich mal, um Bormuth und Hoffmann als Innenverteidiger spielen lassen zu können und Gieselmann dann als Linksverteidiger, und ja, dir war dann halt Hoffmann komplett egal und hast einfach Usami als Linksverteidiger spielen lassen. Und ja, ich denke mal, das sind so die persönlichen Lieblinge, die dann eigentlich die feinen Unterschiede gemacht haben bei uns jetzt. Ihr könnt ja einfach in die Kommentare eure Aufstellung schreiben, eure Meinung zu unseren Aufstellungen posten. Kritik hilft uns auch immer sehr weiter. Vielen Dank. Aber jemand, der auch abrutscht, ist so ein bisschen unsere Zweite. Den wir jetzt am Wochenende verloren gegen den Wuppertaler SV. Micha, ist das jetzt für dich, wo du sagst, okay, die sind an ihrem... Wo du sagst, das Limit von denen ist erreicht? Oder ist der Wuppertal SV einfach eine Mannschaft, die mehr will als nur nicht absteigen? Ja, der Wuppertaler SV ist momentan oben drin und versucht halt vorne anzugreifen, auch wenn der KFC Uerdingen jetzt mit ein paar Punkten Vorsprung schon Erster ist. Aber dann dahinter ist dann, wird's dann wieder eng. Und ja, der Wuppertaler SV ist da jetzt bei in der Verfolgergruppe. Und ja, der Wuppertaler SV hat jetzt gegen die Zote 2-0 gewonnen. Ja, die haben schon nach 25 Minuten haben die 2-0 geführt. Die Zote wirkte eigentlich komplett überfordert gegenüber der Spielweise von den Wuppertalern. Und ja, die Zote hat halt auch erst in der zweiten Halbzeit angefangen, Fußball zu spielen, aber auch nichts Weltbewegendes, und deswegen auch insgesamt ein verdienter 2-0-Sieg für Wuppertal. Und ja, die Zote ist jetzt nach 13 Spieltagen 9. mit hat 17 Punkte. Der Vorsprung zu den Abstiegsplätzen sind 9 Punkte und der Rückstand zu den Aufstiegsplatz ist auch 9 Punkte, also solides Mittelfeld, und da gehören sie eigentlich auch hin, meiner Meinung nach. Also denkst du nicht, dass die noch nach vorne oder nach hinten rutschen könnten? Also denkst du, jetzt pendeln die sich praktisch da ein, wo sie hingehören? Anfang der Saison war ja wirklich eine Reihe mit sehr erfolgreichen Spielen und Situationen, aber jetzt gab's ein paar Niederlagen am Stück auch, und das ist da, wo die hingehören, oder meinst du, okay, man muss sich Sorgen machen, dass sie nicht noch nach hinten abrutschen? Ja, also sie werden eher weiter nach hinten rutschen als weiter nach vorne, würde ich behaupten. Und ja, es ist halt so ein, ich würde sie auch einschätzen, also solange sie nicht absteigen, bin ich zufrieden mit dem, wie sie spielen. Und ja, ich denke mal, die werden dann am Ende irgendwie 12. bis 8. und werden sich dann im Mittelfeld einpegeln, und da, ja, wie schon gesagt, da, das ist eigentlich das, wo man sie erwartet und wo sie eigentlich hingehören. Wir planen auch einen Schwerpunkt, also eine Schwerpunktfolge zu der Zweiten von Fortuna. Wir müssen halt noch gucken, dass wir irgendwie die Person, die wir gerade im Auge haben, wollen jetzt erstmal keinen Namen nennen, so ein bisschen überredet kriegen, sich auf das Projekt mit uns einzulassen und da auch aktiv zu sein.
Ansonsten wäre es das von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, die Folge wird mammutmäßig lang gewesen sein, wenn ihr die gehört habt. Nächste Folge kommt, wie es gewohnt seid, eigentlich immer Dienstagvormittag, manchmal Dienstagnachmittag. Kommt halt darauf an, wie wir es schaffen, die Folge zu schneiden und die Folge aufzunehmen. Auf jeden Fall werdet ihr immer mit der Folge beliefert. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Wampendribbler auf Twitter. Mein Komparse war wie immer der Micha. Und wir sagen, sayonara. Auf Wiedersehen.